Hallo und herzlich willkommen wieder bei The Elder Scrolls Online. Und wie ihr gerade seht, sind wir nicht an der gleichen Stelle wie letztens, als wir aufgehört haben in der letzten Folge. Hat einen guten Grund, und zwar war ich da etwas genervt von dem Typen, der uns da noch im letzten Moment umgehauen hat. Ja, wir haben, ja, also ich hatte ja vor, mit euch zusammen meinen Charakter umzugestalten. Das habe ich jetzt schon mal gemacht, weil ich genügend Zeit hatte und das nicht unbedingt alles in der Folge machen wollte, weil ich da auch Sachen nicht wusste, wie und was. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Zusätzlich habe ich jetzt auch erstmal ESO Plus genommen, um die ganzen, um mehr Inventarplatz zu haben, um auch profitieren zu können vom Klassenwechsel, den ich noch machen will. Weil wir sind aktuell hier noch Rassenwechsel, weil wir sind aktuell Bretone und ich würde gerne wechseln auf Kaiserliche. Und um auf Kaiserliche wechseln zu können, brauchen wir erstmal die Münze. Die müssen wir mit diesen Kronen hier oben kaufen und wir brauchen Kronen, um die Kaiserliche erstmal freizuschalten. Das werden wir tun. Dauert natürlich nur etwas, weil das, ich will nicht jetzt nochmal zusätzliche Kronen kaufen, nur um Kaiserliche zu haben. Und deswegen würde ich gerne warten bis nächsten Monat, wenn ich wieder ESO Plus habe, wird erneuert und ich kriege wieder Kronen. Das heißt, dann können wir alles gemeinsam machen. Wenn wir schon dabei sind, ich habe hier die Fertigkeiten und die Attribute alles zurücksetzen lassen. Habe deswegen noch etwas viel Geld verloren, weil ich anfangs das Falsche genommen habe. Das heißt, wir haben jetzt hier mehr auf Leben geskillt und aktuell weniger auf Ausdauer. Wird natürlich wieder angepasst. Dann bei den Fertigkeiten, da hat sich auch viel geändert. Und zwar, wie wir sehen, wir haben jetzt nicht nur zwei Händer, sondern auch Waffe mit Schild. Ich habe jetzt angefangen, auch Waffe mit Schild zu nehmen. Ich habe jetzt ein Schild und eine kleine Axt. Und die werden wir jetzt natürlich eins nach dem anderen leveln, damit wir noch die Fertigkeitspunkte, die ich hier habe, auf die Waffe setzen können, um diese ganzen, um diese Vorteile zu haben, die wir jetzt hier brauchen. So. Gut. Ich habe mir angeschaut, was ich hier skillen kann und muss. War halt praktisch für, habe ich einen Guide geholt, weil ich da auch nicht so bewandert noch drin bin. Und ja, das sind die Sachen, die ich jetzt geändert habe. Wir müssen nur noch mal kurz zur Bank rennen, da ich hier noch mal Sachen abgeben muss. Die werden da. Und ich habe hier noch so Listen, die werden wir jetzt auch mal einsetzen. Und Eigentum in Tamriel, ja. Das ist ein Begnadigungspass. Den behalte ich mal bei uns, falls wir mal stehlen, damit wir den auch einsetzen können. Ja, die behalte ich auch mal hier. Die auch. Das ist das gleiche, glaube ich, ne? Also wir haben hier viel, was wir noch, was ist das hier, benutzen? Eine Schatzkarte. Ich nehme die mal einfach raus. Ach du Scheiße. Das klingt nach Spaß. Wie geschieht das? Alter. Okay, das wird erst da oben angezeigt. Ich lege die jetzt mal hier in die Bank. Quatsch. Falsche Richtung. Die Bank geht da hinten hin. Ich lege die jetzt einfach mal kurz in die Bank, weil das werde ich jetzt nicht machen. Das sprengt auch, glaube ich, etwas den Rahmen. Was macht ihr beide denn hier, hä? Schatzsuchen sind cool, ist was Schönes für den Stream, aber jetzt nicht wirklich.
was wir hier mit euch im Let's Play, weil das sprengt dann doch etwas viel die Hunde. Es ist traurig, das so sagen zu. Mhm. Wir haben jetzt auch doppelten Platz, was ganz gut ist. Deswegen schmeißen wir erstmal alles rein hier. Also, einlagern. Wir haben noch Sachen da drin, die könnte ich rausnehmen. Blaupausen. Die kann ich doch eigentlich benutzen, oder? Also erlernen, oder? Mhm. Momentchen. So, perfekt. Rezepte nehme ich mal mit, weil die kann ich nämlich gleich... Vorlagen sind auch gut. Die kann ich doch eigentlich sofort verwenden, oder? Okay, gut. Das haben wir jetzt gelernt. Perfekt. Dann mache ich die anderen auch. Dann haben wir die schon mal weg. Aha. ...125 neue Sammlungsgegenstände freigeschaltet. Treue Tradition, das klingt gut. Ingwerrosentee, Melonen-Carpaccio. Oh, das klingt auch lecker. Keine Quest bereit, okay. Gut, ich packe mal das weg, was wir nicht brauchen, und dann geht's los. Soll ich ihn nicht mal einlagern? Ja, komm, machen wir. Komm, legen wir auch mal weg. Hm, okay. Hm. Nun gut, was haben wir hier? Nach Wadenfell, die Einladung. Ja, die haben wir schon ewig. Die lasse ich jetzt mal da drin liegen. Wir haben was freigeschaltet angeblich. Ach so, Durchstoß. Wir sind Level 3 gekommen. Cool. Frag mich wieso, aber okay. Also, was ich machen will, ist heute. Wir haben ja hier diese ganzen Gilden. Und ich würde mal gerne die Sachen hier abschließen bei den Gilden. Und die jetzt einfach mal annehmen. Weil die haben auch Vorteile für uns, die Gilden. Und von den Gilden will ich jetzt mal profitieren. Weil ich habe gelesen, in NPC-Gilden kann man in jeder Gilde sein. Bei den Spielergilden aber maximal in 5. Deswegen holen wir uns jetzt mal hier alles, was wir brauchen. Hallo. Willkommen in der Halle. Was kann ich für euch tun? Bei den Sternen über uns, ja. Willkommen in der Kriegergilde. Ihr solltet darüber nachdenken, uns beizutreten. Wir haben eine neue Gildenmeisterin und ein neues gemeinsames Ziel, an dem wir alle arbeiten. Ihr seht mir genau wie die Art von Anwärter aus, die wir als neuen Kameraden brauchen. Okay, und was ist das gemeinsame Ziel? Unsere neue Gildenmeisterin ist eine Argonierin, sieht alle Farben. Sie lässt uns alle die Daedra und ihre verdammten Anker jagen. Ihr könntet sie vielleicht schon gesehen haben. Gewaltige Ketten, aus denen Daedra hervorströmen, um die gesamte Umgebung zu verwüsten. Schwere Kämpfe. Und was erhalte ich dabei? Gute Frage. Wir bilden unsere Mitglieder in besonderen Techniken aus. Und die Oberen suchen immer nach eifrigen Mitgliedern, um ihnen bei Sonderaufgaben zu helfen. Man weiß ja nie. Vielleicht seid ihr der nächste Jofnir.
Und was geschah mit der Aldenmeisterin? Gildenmeister Jofnir ist vor kurzem sehr plötzlich verstorben. Ich dachte immer, er würde mit einer Klinge in der Hand sterben. Mhm. Doch er wurde von seinen Ahnen im Schlaf nach Sovngarde gerufen. Wir vermissen ihn alle. Aber Farben hat sich als fähige Anführerin erwiesen. Das klingt doch gut. Seid ihr nicht Teil der Armee des Dominierens? Nein. Wir ziehen unsere Klingen nur im Dienste der Gilde. Wir verhalten uns im Krieg zwischen den drei Allianzen im Grunde neutral. Natürlich lieben wir das Adlerbanner und ihre Majestät, aber jedes Volk und jeder Glaube gehört unter das Dach der Gildenhalle. Okay, und was habt ihr anzubieten, Hallenvogt? Nicht jetzt. So. Willkommen in der Halle. Was kann ich für euch tun? Bei den Sternen über uns, ja. Unsere neue Gildenmeisterin ist eine Argonie. Gute Frage. Dann lasst mich der Erste sein, der euch offiziell als meinen Kameraden in der Kriegergilde willkommen heißt. Geht da raus und kämpft gegen die Daedra. Fertigkeitslinie der Kriegergilde erhalten. Nice. So, damit bin ich Mitglied bei der Kriegergilde. Das heißt, die Kriegergilde, das sind die hier. Jetzt haben wir die Fähigkeiten hier zu skillen, die eigentlich ganz gut sind. Ich denke, wir haben hier die Sachen, die wir skillen müssen bei der Kriegergilde. Sind hier unten die Passive. Weil da haben wir die einschüchternde Präsenz. Und da können wir die Gegner einschüchtern, also unsere NPCs einschüchtern, was relativ praktisch ist in einigen Fällen. Dann machen wir das mal. Das ist gut zu wissen, dass wir das können. Perfekt, was haben wir hier? Lasst mich wissen, ob ihr etwas Zeit habt. Ich kann euch auch in etwas anderem ausbilden und zertifizieren. Das machen wir auch nachher, aber nicht jetzt gleich. So, was bist du für ein Freak? Es gibt noch vieles, was ich euch beibringen könnte. Ach, was hofft ihr sonst noch von mir zu lernen? Das sind die Alchemie. Gibt's hier noch was anderes hier oben? Hallo, wer bist denn du? Es freut mich immer, mit einem anderen Wissenssucher zu sprechen. Gildenmeister Varnus wird erfreut sein. Ja, du bist also ein Member der Magiergilde. Was kannst du mir über sie erzählen? Wir sind gewissermaßen Buchjäger. Wir suchen neues Wissen, lagern es in unseren Bibliotheken ein und fertigen Kopien davon an, um es in ganz Tamriel zu verbreiten. Die Gilde schert sich nicht um Kriege oder Grenzen, nur um Wissen und die Beschaffung neuer Folianten. Okay, und wer führt die Gilde? Varnus Galerion. Eines der Gründungsmitglieder dieser ehrwürdigen Verbindung. Er trägt noch immer den stolzen Titel des Gildenmeisters und steht somit jeder Gildenhalle in ganz Tamriel vor. Er arbeitet mit anderen hochrangigen Mitgliedern wie Telinger, dem Artefaktor, zusammen, um unseren Erfolg auch zukünftig zu sichern. Seid ihr nicht mit der Altmeri Dominion verbündet? Wir waren im Krieg zwischen den drei Allianzen Neutralität. Daher werdet ihr Mitglieder aus allen Völkern in unseren Hallen sehen. Okay, das klingt cool. Und was bekomme ich im Gegenzug? Wir bieten besondere Sprüche und Fähigkeiten, die nur unseren Mitgliedern zugänglich sind. Und von Zeit zu Zeit sind auch Projekte für besonders Abenteuerlustige zu erledigen. Vielleicht arbeitet ihr sogar mit dem Gildenmeister selbst zusammen. Klingt interessant. Ja, ich bin dabei. Hervorragend! Ihr seid jetzt ein Student der Magiergilde. Jedes Buch, das ihr findet, wird ab jetzt euren Ruf in der Gilde verbessern. Cool. Nur zur Info, ich habe die mit Absicht angenommen, obwohl sie mir persönlich als Krieger jetzt... was war das bitte?
kann man alles ausstellen. Okay, cool. Ja, das mache ich jetzt hier nicht. Ich will nur diese ganzen Ikone wegkriegen. Deswegen nehme ich hier alles jetzt an. Ich will aber natürlich auch Mitglied der Diebesgilde werden, weil das interessiert mich sehr, weil stehlen, das mache ich gerne in Spielen. In Spielen, nicht im realen Leben. Ja. Deswegen werde ich mir jetzt mal hier vorne die Zertifikate holen, damit die auch verschwinden. Lasst mich wissen, ob ihr etwas Zeit habt. Ich kann euch auch in etwas anderem ausbilden und zertifizieren. Ja, die Schreinerei. Ein guter Schreiner sieht schon das Endergebnis noch, ehe er das erste Stück Holz zurechtschneidet. Aber ich kann euch nicht zwei Handwerke gleichzeitig lehren. Wenn ihr euch ganz und gar eine Ausbildung verschreibt, dann zertifiziere ich euch. Okay, die Schreinerei bitte. Ich möchte wissen, ob ihr einen Ahornbogen herstellen könnt. Erst erntet ihr etwas unbearbeitetes Ahornholz. Dann veredelt ihr es an einer Schreinerbank zu geschliffenem Ahornholz. Zum Schluss nehmt ihr das geschliffene Ahornholz und macht daraus einen Ahornbogen. Auf jeden Fall. Die Herstellung von Bögen ist knifflig. Zeigt mir, dass ihr dieser Herausforderung gewachsen seid und ich zertifiziere euch mit Freuden. Doch erst müsst ihr mir ein Bündel unbearbeitetes Ahornholz besorgen. Und wo gibt's das? Es gibt einen Ort in der Nähe, wo ihr finden werdet, was ihr braucht. Sammelt einen Arm voll und kehrt hierher zurück. Falls es nicht genug gibt, werdet ihr nach mehr suchen müssen. Okay, machen wir. So, dann machen wir das. Ich will nämlich jetzt hier in der Stadt diese ganzen, Pylonen wegkriegen, weil die sind ja irgendwie überall. Wenn ich in die nächste Stadt gehe, sind die auch wieder da. Und das bringt doch nichts, wenn ich das überall sehe jetzt. Und ich denke, mit diesen Zertifizierungen kriege ich da nicht sogar auch die Fertigkeiten? Nein, oder? Die Schmiede haben wir ja. Die Schreinerei haben wir nun. Obwohl, doch. Müssen wir auch haben. Also, wo muss ich hin? Wo kriegen wir hier das Holz? Da oben. Das heißt, wir müssen irgendwie da raus. Ich will mich auch irgendwie jetzt mal in naher Zukunft mit den ganzen Elementen befassen, was auch das Multiplayer angeht, die Verliese, Prüfungen und sowas. Weil da haben wir echt viel, was wir machen könnten. Und das würde ich auch gerne machen, weil das ist wirklich hilfreich. So, wir sind jetzt hier draußen und wir müssen hier oben hin. Wir brauchen 10 Ahornholz. Das kriegen wir definitiv hin. Da haben wir das Holz, das sieht doch sehr praktisch hier. Miezekätzchen, Ruhe. Aha, das ist mit Absicht gemacht. Dass ich da kämpfen muss, ist aber gut. Das mag ich, weil dann kann ich mal meine Fähigkeiten testen. Oh, Tigerbabys! Guck mal her. Yeah.
blödes Kätzchen. Na, ihr Kleinen? Ihr seid jetzt Waisen. Sorry. Muss ich jetzt machen. Okay. Ahornholz. Hier haben wir noch einen Runenstein, das ist auch gut. Dann sprechen wir mit Milenith und geben ihr diese, zeigen wir, dass wir das haben. Dann können wir wahrscheinlich jetzt die Dinger herstellen, der Bogen. Und dadurch haben wir dann, ich denke schon, das Zertifikat, ne? Ich denke, ich hätte mir auch irgendwann mal ein anderes Tier holen als Reittier. Was genau, weiß ich nicht, aber ich will kein Standardpferd haben. Cool. Wusste ich nicht, dass das geht. Hallo, Milenith. Sucht in bewaldeten Gebieten nach unbearbeitetem Ahornholz. Manchmal werden auch Stämme am Strand angespült. Hab ich doch schon. Ihr solltet es nur vermeiden, einen Ahornstamm aufzuhacken, in dem ein Wespennest verborgen ist. Das ist eher unangenehm, so wie die Tinkturen, die man gegen die Stiche braucht. Ja, das ist keine so schöne Idee. Nächster Schritt. Bringt das unbearbeitete Ahornholz zu einer Schreinerbank. Falls ihr genug habt, könnt ihr es zu geschliffenem Ahornholz veredeln. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr das getan habt, und dann sprechen wir über die Herstellung eines Ahornbogens. Wenn ihr in einer Gilde seid, dann schaut im Gildenladen nach. Oft stehen dort Rohmaterialien und veredelte Waren zum Verkauf. Natürlich könnt ihr auch mit einem Freund handeln. Okay, gut. Ach ja, das stimmt auch. Es gibt ja, ist das hier keine Bank? Sitzgelegenheit? Nee, danke. Es gibt ja die Möglichkeit, in Handelsgilden zu gehen, wo man dann halt in der Gilde selbst Items ersteigern kann oder erkaufen kann. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich bin aktuell noch in keiner Spielergilde. Ich werde mir das mal anschauen, wie das jetzt läuft, wie ich vorankomme. Und eine Idee wäre gewesen, ich mache mal Verliese und sowas. Damit wollte ich nämlich anfangen. Hallo, hallo, hallo. So, hier kann ich das kaufen. Machen. Und zwar, wir brauchen, kenne ich. Veredeln. Okay, wir müssen wieder zu ihr zurückkehren. Also ich will die Sachen jetzt hier machen, weil dann haben wir auch mal eine kleine Idee, wie es funktioniert. Ich glaube, ich weiß das meiste alles. Wegen Skyrim, da haben wir es ja auch gemacht. Da war es ja, da war es teilweise mit drin, glaube ich. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke nicht gerade alles war drin. Und ja, deswegen will ich jetzt mal hier die ganzen
Sachen holen. Hallo. Bringt etwas unbearbeitetes Ahornholz zu einer Schreinerbank und veredelt es zu geschliffenem Ahornholz. Es ist leichte Arbeit. Jo, habe ich gemacht. Ich arbeite am liebsten mit Ahorn. Er ist verlässlich, reichlich vorhanden und nur selten voller Wespen. Stellt an einer Schreinerbank einen Ahornbogen her. Ihr werdet geschliffenes Ahornholz brauchen und auch ein Stilmaterial. Sammelt das Stilmaterial irgendwo selbst oder kauft euch eines bei einem Schreiner. Alle Völker haben ein traditionelles Material, das sie in ihre Waffen und Rüstungen einarbeiten. Das kaiserliche Stilmaterial ist zum Beispiel Nickel. Ich sollte das wissen, denn im Legionslager wurde es Tag für Tag haufenweise verarbeitet. Und welches brauche ich? Das Stilmaterial der Bretonen ist Molybdän. Zeigt mir, was ihr damit anfangen könnt. Und wie erlerne ich die Stile anderer Völker? Ihr könnt erlernen, mit dem Stilmaterial eines anderen Volkes zu arbeiten, indem ihr die Bücher über die kulturellen Stile der Völker lest. Sie sind recht selten und meist im Besitz von Sammlern. Haltet auf euren Reisen Ausschau nach ihnen. Okay. Die Bücher sind bestimmt, wenn man die kaufen kann, bestimmt teuer. Kann ich mir mal so vorstellen. Ob ich die jetzt kaufen muss, die Bücher, weiß ich nicht, aber im Laufe des Spiels, ja, kann man sich ja das mal gönnen, ne? So, holen wir uns hier. Ich guck kurz, was ich machen muss. Herstellen. Ja, kennen wir. Bretonen. Ja, wir haben das nicht. Nee. Das ist für die Bretonen. Das muss ich kaufen. So, haben wir eins. Oh ja. Nähert euch. Was? Wie nähert euch? Wo ist denn die? Stellt einen Ahornbogen her, bringt etwas geschliffenes Ahornholz sowie ein Stilmaterial zu einer Schreinerbank. Schreiner verkaufen Stilmaterialien, falls ihr selbst keines finden könnt. Okay, habe ich. Ein guter Bogen kann einen im Leben weit bringen. Das Herstellen guter Bögen bringt einen noch viel weiter. Okay, fertig. Hervorragend. Jetzt können wir über das Verwerten sprechen. Man wächst als Schreiner daran, wenn man die eigenen Arbeiten auseinandernimmt. Und sogar noch mehr, wenn man das mit fremden Werken tut. Geht zu einer Schreinerbank und verwertet euren Bogen oder etwas anderes, das aus Holz hergestellt ist. Und was nützt mir das? Ihr erhaltet natürlich ein paar Komponenten. Doch die richtigen Kniffe lernt man, wenn man die Arbeiten anderer Handwerker verwertet. Ihr könnt sehr viel mehr lernen, wenn ihr statt eurer eigenen fremde Dinge auseinandernehmt. Mhm. Und was ist verwerten? Das ist nur ein gehobener Ausdruck für auseinandernehmen. Ursprünglich stammt der Begriff aus altmärischen Kritiken zu Gedichten. Hochelfen betrachten ihre Handwerkskunst als eine Form der Poesie. So bürgerte sich das eben ein. Was ein Schwert wirklich ist, kann man nie erfahren. Nur das, was es nicht ist, und so weiter. Mhm. Okay. Stand die schon immer da? Gut, dann verwerten wir. Ja, wissen wir. Deconstruct. Also wenn die alte immer hier steht, wieso fände ich dann bis zurück? Ich habe alles gesehen, was ich sehen musste. Ihr seid ein guter Schreiner mit einer ruhigen Hand. Ja, ich bin bereit, zertifiziert zu werden.
Sicherlich. Ihr seid mehr als qualifiziert, um Schreinerschriebe zu erfüllen. Ich werde euch auf der Stelle zertifizieren. Ja. Ich kann euch nur noch ein weiteres Zertifikat bieten. Falls ihr eine Ausbildung wollt, ich hätte Zeit. Ja. Kann man gut machen, ne?